Hallo, mein Name ist Frank McDonald, alias der Schotte, und willkommen zu Unleashed, Folge 44. So, ja, ich weiß, bin hier immer noch im Keller und buddel hier meines Weges und mach und tu und hast ja nicht gesehen. Aber, ich hab mir sagen lassen, ihr wollt es so, dass ich hier wirklich Rezepte und so weiter zeige. Und von daher mache ich das jetzt auch. Ihr habt es nicht anders gewollt. So, jetzt mache ich ja auch erstmal mein Inventar leer. Es ist alles so voll überfüllt. Zap, 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 zap. Ha, besser. Aber jetzt sind mir die Liquid Ducts ausgegangen. Das heißt, ich brauche hier noch ein paar Liquid Ducts. Ich brauche auch noch ein bisschen Sticks. So. Und dann brauche ich zudem auch noch ein wenig Le Coblé. Ich glaube, da haben wir ja mehr wie genug. 118.000. Ja, das sollte ausreichen. Hardened Glass. 2 Stück. Definitiv zu wenig. Genau. Ich werde jetzt das Ding hier mal so anschließen. Und werde den spaßeshalber mal da hinten in die Ecke mit reinpacken, wo mein Liquid Transposer steht. Und wasseranschlusstechnisch muss ich mir dann auch noch ein bisschen was überlegen, aber das werde ich dann auch noch hinkriegen. So, was brauche ich denn? Machine Frame, Pneumatik, Servo, Glas, Pisten und Tin. So, Eisen, Gold, Glas. Ich habe ja erst Glas hergestellt, ne? So, zack. Und dann gib ihn. Bin ich hier eigentlich gerade in der... Ja, ich bin hier gerade in der Aufnahme, genau. Hat mich gerade ein wenig gewundert, dass das jetzt alles gerade so kurzzeitig Ruckelfly. Es war Ruckelfly. Ganz sicher, es war Ruckelfly. Ja. Glas, Tin brauchte ich irgendwie auch noch. Latin. Tintin. Wisst ihr was? Das nehme ich auch noch mit und das nehme ich auch mit, damit die nämlich dann da auch mal da weg sind. So. Ja, Pneumatik, Servo, Redstone, genauso noch angesagt. Redstone wollte ich haben. Redstone, zack, und hier Ding, Ding, und da weg. So. Und das so und das dann da und dann war das hier ein auf den da und dann hier ein auf den da und das dann da und das will jetzt nicht so, weil ich es mal wieder falsch rum aufgesetzt habe, wie immer bei mir Nasenbär, und das so, das dann dahin und dann ein Gold in die Mitte und dann sollten wir eigentlich hier genau. Jetzt brauche ich noch einen Piston hinten dran, ein kleiner Piston und jetzt noch ein bisschen Holz. Holzgarnitur. Nein, da ist nichts mehr drin. Wie sieht's denn hier aus? Perfekt. Zack. Und dann bauen wir uns jetzt noch den Piston zurecht und dann bauen wir uns gleich den Igneous Extruder. Und da fing es auch schon wieder an zu ruckeln, wie ich das losgelassen habe. Super, so muss das sein. Nein, da sollte er nicht hin. So, Glas und Tin, genau. So, dich dahin. Dich, nein, falsche Abteilung. Dahin, dann hier Glas. Oder war das andersherum? Ach nee, das war andersherum. Stimmt. So. Jetzt haben wir dich. Und jetzt brauche ich noch ein wenig Wasser. Und, ja.
Wasser kriegen wir bekanntlich woher? Aus meinem Wassertank. Schlau. Ach, manchmal bin ich echt am Zweifeln, ob ich intelligent bin. Für meine manchmal doch etwas krummen Sprüche, die ich hier so loslasse. Aber gut. Wo muss da jetzt... Moment mal. Das dahin. Das dahin. Lava pumpt. Mehr oder weniger. So ist da schon mal was Positives. Das funktioniert. Da kommt schon mal Lava an. Jetzt brauche ich noch irgendwie... Habe ich eventuell noch einen Liquid Tesseract? Nein, ich habe natürlich keinen. Und jetzt fängt es ja auch noch an zu donnern. Menschenskinder. Mir bleibt aber auch heute nichts erspart. Na dann. Für was wollte ich das? Ach so, ja genau, für Obsidian. Tin Cans. Tin Can. 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. Ja. So viel zu 1, 2 und 3. So, 24 Stück sollte eigentlich fürs Erste reichen. Klopfen wir uns hier mal durch, dass wir die aufgefüllt haben. Zuck. Und jetzt packen wir die mal da rein. Warum ist hier kein Anschluss irgendwie so zum Eindippen? Und ja, das Ding ist voll. Obsidian. Koppel habe ich mehr genug. Das brauche ich nicht. Und hier zack. Und das dauert jetzt natürlich. Warum? Weil nämlich hier das Wasser sich natürlich jetzt hier dezimiert an der Stelle. Das heißt, ich muss jetzt hier auch gleichzeitig ein kleines bisschen mal stehen bleiben und gucken, wie es denn da überhaupt so aussieht. Und 4 Obsidian sieht eigentlich nicht schlecht aus. Man könnte aber da natürlich noch einen Wasseranschluss oben drauf setzen und das Ganze dann... Während das jetzt da durchrauscht, werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde mir jetzt hier mal das Obsidian durchpulverisieren. Gleichzeitig mal gucken, wie es hier drüben aussieht. Da kann natürlich wieder ein bisschen was rein. Da ist das drinne. Das ist Pulverized Obsidian. Latimer! Okay, der war flach. So. Und dann mache ich mir hier mal Hardened Glass, damit ich nämlich dann auch gleichzeitig mal einen Tesseract, einen Wassertesseract dann über dem Igneous Extruder anbringen kann. Und ja, die Geschichte kennt ihr, ich weiß. Tin und Diamond. So, wie viel habe ich? Ach, du grüne Neune. Irgendwie gehen mir die Diamanten aus. Sag mal, Query, hast du nichts zu tun? Ich glaube, ich muss da mal irgendwie mir was überlegen da dafür. Das dauert mir ein wenig zu lange, bis sich da was tut. 4 Stück, das ist schon mal perfekt. So, und Zinn habe ich ja noch einstecken. Von daher kann ich mich ja da hinstellen und kann hier schon mal das Frame basteln. Und da und dann da und da und dann dich in die Mitte. So, jetzt haben wir das schon einmal. Jetzt brauche ich noch Enderpearls zum Einschmelzen. Ender. Das waren 4 Stück. Zack. Und dann... dich da rein und jetzt, wie war das jetzt nochmal? Nein, back to game. Nein! Oh. Tja,
Ferraria lässt grüßen. Energy, Liquid. Liquid wollte ich haben. Pneumatik, Servo, Zinn, Silber und Copper. Jo, dann stellen wir uns doch mal an die Werkbank und fummeln uns das mal hier so zurecht. Glas links, Glas rechts, andersrum. Und unten oben. Und dann haben wir das schon einmal. Dann... Moment, wie war das jetzt? Silber, Zinn, Kupfer. Aha, also doch richtig gesehen. Zack, zack, Silber und Kupfer fehlt jetzt noch. Und dann haben wir uns einen Tesseract hergestellt für Flüssigkeiten. Flüssigkeiten! Hab ich euch das schon gesagt mit den Flüssigkeiten? Flüssig. Kupfer. Kupfer, Kupfer. Mein bester Freund. Ja, der Ender-Tourist im Hintergrund natürlich auch. Der möchte auch hier in die Sendung. Hat natürlich hier auch seine Daseinsberechtigung. So, zack. Wut, wut. Wo bist du, wut, wut? Ich finde das immer wieder lustig. Die spawnen hier drinnen. Ja. Aber wenn ich mich dann rumdrehe, ich höre sie lautstark im auf dem Ohr. Aber, nö. Mm-mm. Keiner in der Nähe. Keiner möchte was von mir. Weder so noch so. Und hier, zack. Und das müsste jetzt eigentlich, wenn ich da jetzt das so mache. Perfekt. So habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt kann das erstmal Obsidian produzieren. Für mich und meine kleine Behausung hier, die mir gute Dienste leistet. Und ja, wenn ich jetzt hier das Ganze... Nein, lassen wir diese Romantikgeschichten... die haben hier definitiv nichts zu suchen. So, Obsidian da reingepackt. Wir sind hier im harten Krieg gegen die Endermen. Und Zombies, Creeper, Spinnen, Skelette und sonstiges. Nur manches Mal habe ich so das Gefühl, dass die armen Schweine hier mir definitiv unterlegen sind mit dem ganzen Mods und so. Was ja natürlich auch so ein Stück weit der Wahrheit entspricht, ne? Aber ganz leise. So. Ach ja. Wochenende. Es ist ja Freitag. Total verpeilt. Ach, grüne Neune. Freitag, Woche ist vorbei. Wochenende, Spaß, Sonne, Freizeit. Ja. Coole Sache. Ja. Was macht ihr denn so am Wochenende? Erzählt mal. Ab in die Kommentare damit. Ich hätte es gerne mal gewusst, was ihr so in eurer Freizeit abseits von mir noch so unternehmt. Ich meine, das Durchschnittsalter, so habe ich ja jetzt mittlerweile so rausgefunden. Das liegt ja so zwischen 15 und 25. Und ja, ich weiß, es ist jetzt sehr groß gespannt, die Zahl. Aber auch mit reiner Absicht, weil ich habe... so in den Kommentaren so ein Stück weit jetzt gesehen, wer was für ein Alter hat. Und es ist sehr junges Publikum mit da dabei, so wie ich gesehen habe. Und auch was das angeht, sehr viele Ältere, so in meinem Alter, weil ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, was das angeht. Ich bin ja 38 mittlerweile. Und ja, von daher so 15 bis 25, so dieses Alter, hat sich eigentlich bei mir so durchschnittlich eingesammelt. Und das finde ich eigentlich, muss ich sagen, recht cool. Mir fehlt aber an der Stelle noch ein wenig Elektrum. Oder war das was anderes? Moment. Quink, gucken. Nee, Kupfer. Kupfer habe ich einstecken. Passt, das kriege ich ja auch noch hin. Ich schaff das. Ich komme da hin. So. Ja. Und wie ich sehe, haben wir hier auch gleich schon wieder 15 Minuten auf dem Tacho. Und ihr wisst, was jetzt kommt.
Wem es gefallen hat, Daumen hoch, wem nicht, Daumen runter, aber dann bitte mit Kommentar, warum, weshalb und wieso. Nur so kann ich mich verbessern, ihr habt euren Spaß da dabei. Und abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen. Bis dahin, ciao, ciao.